Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr, der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. Diese Verse von Heinrich Heine sprechen der Sonne eine Aktivität zu, die sie eigentlich gar nicht besitzt. In jedem Schulbuch steht nämlich, dass eben nicht die Eigenbewegung der Sonne, sondern die Drehung der Erde um sich selbst den Wechsel zwischen Tag und Nacht bewirkt. Aber auch Weisheiten in Schulbüchern sollte man von Zeit zu Zeit einmal nachprüfen. Diese kleinen Spielzeugfiguren betrachten ein aus ihrer Sicht riesiges Pendel. Wenn ich die Figuren und die Pendelaufhängung in eine Kreisbewegung versetze, will das Pendel nicht so recht folgen. Aus Sicht der Figuren scheint sich jedoch die Schwingungsrichtung des Pendels zu drehen. Der französische Forscher Léon Foucault versetzte sich selbst im Jahre 1851 in die Lage unserer Spielzeugfiguren und befestigte ein langes Pendel an der Kuppel des Panthéon in Paris. Im Kirchhoff-Institut für Physik der Universität Heidelberg können Sie auch selbst einmal diesen Effekt beobachten. Ein etwa 12 Meter hohes Pendel zwischen dem ersten und dritten Geschoss wirft im Verlauf des Tages nach und nach eine Reihe von Messingstiften um. Foucault beobachtete, was wir heute in vielen Nachbauten dieses klassischen Experimentes selbst erfahren können. Die Schwingungsrichtung eines Pendels dreht sich im Verlauf eines Tages im Uhrzeigersinn und demonstriert so eindrücklich die Drehung der Erde. Wenn Ihnen der Weg nach Heidelberg zu weit ist, können Sie aber auch die Erddrehung ganz bequem am eigenen Computer verfolgen.